Nach meinem letzten Video wollten viele, dass ich noch einmal über den Netflix-Horrorfilm Bird Box spreche. Und ich habe viele Nachrichten von euch bekommen mit eigentlich immer derselben Frage, denn die meisten Leute wollten wissen, ob ich irgendwie herausfinden kann, wie die gruseligen Kreaturen, die Monster aus dem Bird Box Film denn in Wahrheit aussehen, weil das ist die große Frage, die im Film nicht geklärt wird. Ich habe mir alles mal genau angesehen und habe eigentlich auch, glaube ich, eine recht gute Antwort rausgefunden, die ich euch gerne jetzt präsentieren möchte. Also, wie sehen die gruseligen Kreaturen aus dem Film aus und was sind sie? Viel Spaß! Als erstes, um dies herauszufinden, müssen wir uns angucken, was diese Kreaturen besonders macht, was macht sie aus. Und hier haben wir nicht besonders viel, womit wir arbeiten können. Denn den ganzen Film über bekommen wir nichts von diesen Wesen zu sehen. Wir sehen nicht einmal ihre Gestalt oder ihre Silhouette. Alles über sie wird komplett im Geheimen gehalten. Und dies haben die Macher dieses Films auch mit Absicht gemacht. Denn heutzutage ist es so, dass die meisten Horrorfilme uns zumüllen mit der Ansicht des Monsters. In den meisten Horrorfilmen sehen wir alle 5 Minuten mindestens einmal das Monster, um irgendwie mal wieder Angst zu kriegen. Es sind die Wege, wie Horrorfilme uns heutzutage Schockmomente geben wollen, und eben hier macht Bird Box etwas anderes. Denn wir wissen, wann die Kreaturen da sind. Sie machen sich bemerkbar durch Wind oder durch Rauschen, durch verrückt werdende Vögel oder auch durch das Nachahmen von Stimmen. Doch wir sehen sie nie ansatzweise. Aber allein, dass wir wissen, dass sie da sind, macht uns schon genug Angst. Wenn man jetzt aber herausfinden will, was diese Kreaturen sind, ist es nicht gerade förderlich, wenn man nicht weiß, wie diese Kreaturen denn aussehen. Alles, was wir wissen, ist, dass ihr Aussehen besonders sein muss. Alle Leute, die diese Kreatur ansehen, wirken wirklich erstaunt. Sie sind nicht so besonders, dass sie einfach hingucken und es ist normal für sie, sondern sie sind wirklich überrascht. Damit können wir davon ausgehen, dass die Kreaturen keine Menschen sind. Ein Mensch würde niemand so erstaunt ansehen. Wir müssen davon ausgehen, dass es besondere Wesen sind, die irgendwie extrem schön oder besonders aussehen und auch nicht sonderlich gruselig, denn die Leute wirken nicht verängstigt, wenn sie die Kreaturen ansehen. Als nächstes wissen wir dann noch, was passiert, wenn man diese Kreatur überhaupt ansieht. Und das ist das, was wohl jeder, der den Film gesehen hat, weiß: Wer die Kreatur ansieht, wird Selbstmord begehen. Das sind die beiden Dinge, auf die wir uns jetzt verlassen müssen, und anhand dieser beiden Dinge habe ich einiges herausfinden können. Denn ich habe nachgeguckt, was für mystische und mythische Kreaturen es denn gibt, die durch ihren simplen Blick töten können. Und ich habe damit gerechnet, dass ich um die 20 bis 30 verschiedenen Kreaturen finde, doch in Wahrheit habe ich 3 unterschiedliche Kreaturen gefunden, doch unter diesen 3 habe ich auch eine Antwort entdeckt. Zunächst gucken wir uns einmal Gorgonen oder auch Medusa an. Ich sage Gorgonen, weil Medusa ist eine Art von Gorgone. Gorgonen sind mythische Kreaturen, die früher vielen Leuten Angst gemacht haben, da sie quasi überall auf der Welt auftauchen konnten. Und es sind menschenähnliche Wesen, sprich sie haben äußerlich sehr große Ähnlichkeit mit einem Menschen, nur haben sie eine wirklich rausstechende Besonderheit. Denn ihre Haare sind aus Schlangen geformt. Es sind lebende Schlangen, die sie auf dem Kopf tragen. Und dieses Bild wird wahrscheinlich jeder kennen, wenn er ungefähr mal gesehen hat, wie Medusa aussehen soll. Diese Kreaturen sind definitiv besonders anzusehen und Leute wären verwundert, wenn sie so ein Wesen auf der Straße sehen. Doch der Grund, warum wir uns direkt wieder von der Überlegung, dass das Monster eine Medusa ist, verabschieden können, liegt in der Art, wie sie ihre Opfer töten. Denn es ist wahr, dass der Blick eines Gorgonen tödlich endet, doch auf eine Art und Weise, wie sie im Film nicht gezeigt wird. Die Person, die einen Gorgonen direkt in die Augen blickt, oder auch laut manchen Geschichten, die Person, die einen Gorgonen direkt anblickt, wird versteinert. Das bedeutet, die Person stirbt nicht einfach, sondern sie ist erst aus Stein und stirbt infolgedessen. Im Film sehen wir an keiner einzigen Stelle, dass irgendeine Person sich in Stein verwandelt. Wir sehen nur, dass die Leute die Kreaturen ansehen und dann Selbstmord begehen wollen. Das ist das Einzige, was wir wissen, und damit können wir sagen, dass ein Gorgone schon mal ausgeschlossen wird. Und dann haben wir noch 2 Kreaturen, die übrig bleiben, und die erste Kreatur, über die ich reden will, ist hier der Cockatrice. Der Cockatrice ist ein Wesen, welches halb Drache, halb Hahn ist. Es ist ein Wesen mit dem Körper eines Drachen und mit Flügeln und dem Kopf eines Hahns. So eine Kreatur wäre ebenfalls sehr auffällig. Wenn man so ein Wesen am Himmel sehen würde, würde man auch vermutlich keine Angst haben, sondern es einfach nur erstaunt ansehen. Die Personen sehen ja nicht ängstlich aus, wenn sie diese Kreaturen entdecken. Wir haben also diese Kreatur, die soweit funktioniert, doch die wichtige Frage ist: Wie tötet die Kreatur ihr Opfer?
Und laut den Geschichten ist es, dass der direkte Blick mit einem Cockatrice tödlich endet. Das heißt, die Personen gucken den Cockatrice an und sterben. Dies passt wieder einmal nicht komplett, da die Leute keinen Selbstmord begehen. Doch es gibt eine Umformulierung von der Todesart durch den Cockatrice. Denn laut manchen altertümlichen Geschichten heißt es, dass der Anblick den Verstand vergiftet. Die Menschen sterben durch den Anblick erst einige Zeit später, weil ihr Verstand vergiftet wurde. Und eben dies passt perfekt zu den Sachen, die wir im Film sehen. Denn die Leute werden ebenfalls durch den Anblick vergiftet. Ihre Wahrnehmung, ihr Gehirn wird so vergiftet, dass sie an nichts anderes mehr denken können als an den Selbstmord. Dies könnte man so deuten und das würde bedeuten, dass die Todesart durch den Cockatrice funktioniert. Doch ich möchte, bevor wir uns jetzt hier festlegen, noch eine weitere Kreatur vorstellen. Und dies ist der Basilisk. Der Basilisk wird wahrscheinlich auch eine Kreatur sein, die viele Leute kennen. Und sie unterscheidet sich nicht großartig vom Cockatrice. Denn der Basilisk hat als einzige Besonderheit, dass er keine Flügel hat. Laut vielen Geschichten ist der Basilisk das gleiche wie der Cockatrice, nur ohne Flügel. Doch es gibt auch andere Geschichten. Denn in vielen Geschichten wird der Basilisk als schlangenähnliches Wesen dargestellt. Laut vielen Geschichten hat der Basilisk auch ein schlangenähnliches Gesicht. Das bedeutet, wir haben einerseits ein Wesen, welches definitiv nach einem Drachen oder einem Hahn aussieht, und auf der anderen Seite haben wir eine Art Schlange. Und eben hier können wir unsere Antwort finden, denn der Basilisk tötet auf die gleiche grausame Art und Weise, wie auch der Cockatrice es tut, nur dass er anders aussieht. Und die Antwort auf die Frage, welcher dieser beiden nun am besten passt, ist eine besondere Info, die man nach Erscheinen des Filmes gekriegt hat. Denn es sollte einmal eine Szene geben, in der diese Monster zu sehen waren. Denn in einer Traumszene sollte Sandra Bullock eines dieser schrecklichen Wesen zu Gesicht bekommen. Doch diese Szene wurde aus dem Film gestrichen, weil Sandra Bullock den Anblick zu lustig fand. Sie sagte, die Kreatur sah einfach zu albern aus, um sie ernst zu nehmen, und deswegen konnte sie diese Szene nicht wirklich drehen. Doch sie hatte diese Kreatur beschrieben. Die Kreatur sei, so wie sie sagte, ein schlangenähnliches Wesen gewesen mit einem sehr kleinen Kopf. Hier muss ich mich jetzt gerade einmal selber unterbrechen, denn ich war gerade dabei, das Video zu schneiden und habe dabei noch etwas Wichtiges entdeckt. Denn es gibt mittlerweile ein Bild von der Kreatur, wie sie tatsächlich aussieht. Das macht jetzt zwar meine ganze Arbeit, die ich mir mit dem Video gemacht habe, etwas kaputt, aber es ist trotzdem sehr interessant, denn das, was tatsächlich Sandra Bullock sehen sollte, finde ich überhaupt gar nicht so schlangenartig. Es sieht, wie ihr gerade sehen könnt, viel mehr aus wie ein kleines Kind oder mit ein Wesen mit einem Babygesicht und einigen Adern, die man sieht. Aber das ist das, was Sandra Bullock als schlangenartig bezeichnete. Und es wirft gerade meine Theorie alles ein bisschen über, aber es funktioniert von der Art genauso, wie es ein Basilisk tut. Diese Beschreibung passt eben zu den Basilisken besser als zu dem Cockatrice. Sie sagt, es ist ein Schlangenwesen, ein Basilisk ist ein Schlangenwesen und meistens werden Basilisken auch mit einem kleinen Kopf zusammen verbunden. Dies bedeutet, dass die Kreatur im Film, die wir nicht zu Gesicht bekommen, wahrscheinlich ein schlangenähnlicher Mensch ist und somit ein Basilisk und es sich vielleicht auf das mythische Wesen bezieht, wenn es nicht ein ganz neues Wesen sein soll. Es gibt auch eine Zeichnung im Film selbst, die unserer Theorie hier recht gibt, denn auf dieser Zeichnung ist ebenfalls ein schlangenähnlicher Kopf zu sehen und damit könnte das Ganze stimmen. Das Einzige, was diese Theorie ins Wanken bringt, ist, dass es eine andere Szene gibt, wo ganz viele Zeichnungen zu sehen sind und da sind Dutzende unterschiedliche Wesen zu sehen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber die werden auch von einem Wahnsinnigen gemalt, also was weiß der schon. Das ist auf jeden Fall meine Theorie, die ich entwickelt habe. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Glaubt ihr auch, dass wir es hier mit einem Basilisken zu tun haben oder ist es etwas ganz anderes? Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich aufs nächste Video und ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns dann beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.